Zeit, wo alles ruhig und laut wird. Eine Zeit, wo aus dem kalten Blick eine Umarmung wird. Hey, hallo und willkommen bei mir zu Hause zu einem heute eher kurzen Impuls über das Leben und den Glauben. Schön, dass du eingeschaltet hast. Eine Zeit, in der die kalte Luft nach süßer Kindheit riecht. Eine Zeit, in der die ganze Welt im Schutz der Engel liegt. Endlich! Die Adventszeit liegt vor uns. Kinder sind an jedem Tag gespannt, was wohl hinter dem nächsten Türchen des Adventskalenders für eine Überraschung auf sie wartet. Und das geht dann so weiter bis Weihnachten. Was für eine schöne Zeit! Naja, aber für den einen oder anderen bedeutet diese Zeit auch ziemlichen Stress und Hektik. Einkaufen, Geschenke besorgen, dieses Jahr muss es ja noch toller und noch besser und noch, ach, was weiß ich was werden. Und dann auch noch Wohnung und Haus dekorieren. Hey, den Nachbarn darf man ja nichts nachstehen. Was für eine stressige Zeit. Mich faszinieren in dieser Zeit mehr die Sterne am Himmel. Vielleicht, weil es auf Weihnachten und auf die Weihnachtsgeschichte zugeht. Denn ein Stern zeigte den Weisen aus dem Morgenland, wo dieser neue, dieser so andere König geboren werden sollte. Was für eine göttliche Zeit. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft ganz am Wach, stille Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft ganz am Wach, stille Nacht. Die Adventszeit beginnt am Sonntag. Eine Zeit, wo alles ruhig und lautlos wird. In der Natur schon. Die Bäume stehen kahl, die Zugvögel sind schon lange in Richtung Süden aufgebrochen, um den Winter in wärmeren Regionen zu verbringen. Und hier und da hat es vielleicht sogar schon mal geschneit. Und die weiße Schneedecke ließ schon mal erahnen, dass in der Natur jetzt Ruhe angesagt ist. Meistens ist das bei uns Menschen ganz anders. Seit August gibt es Pfefferkuchen und Spekulatius in den Supermärkten. Im September kam dann das Zeugs für die Weihnachtsdeko dazu. Hey, muss ja auch immer mal was anderes hin. Man kann ja nicht jedes Jahr dasselbe Zeugs ins Fenster hängen, oder? Oh Mann. Aber was darf an Weihnachten dann auf gar keinen Fall fehlen? Richtig, das perfekte Weihnachtsessen und die perfekten Geschenke. Ha, so oder so ähnlich machen wir uns die Adventszeit zu einer Zeit voller Stress und Hektik. Aber wozu gibt's die Adventszeit eigentlich? Die Adventszeit ist eine Zeit des Wartens. Aber kann ich das eigentlich noch? Kannst du das noch? Hey, heutzutage, wo man alles mit einem Fingerschnipsen oder einem Knopfdruck besorgen und organisieren kann? Wer kann da überhaupt noch auf irgendetwas warten? Wer kann das überhaupt noch aushalten? Vielleicht ist es ja endlich mal wieder dran, sich in der Adventszeit darauf zu besinnen, worauf wir da nun wirklich warten. Hä? Ja, nämlich darauf, dass Gott selber in dem Kind in der Krippe, um das es an Weihnachten dann geht, dass Gott selber in diesem Kind Mensch geworden ist. Was das mit mir und mit dir zu tun hat? Na, Gott selber hat uns Menschen doch gezeigt, nämlich in Jesus, dass die Kälte, die zwischen den Menschen herrscht, nicht so bleiben muss. Manchmal reicht eine Umarmung, um dieses Eis zu brechen. Und selbst ein kleines Licht, eine kleine Geste, kann kalte Herzen auftauen und ganz neu füllen. Vielleicht ist es auch endlich mal wieder dran, sich in der Adventszeit füreinander Zeit zu nehmen, um miteinander zu lachen, sich zu freuen, auch über Kleinigkeiten. Vielleicht bringt dein freundliches Lächeln deinem Nachbarn morgen schon seinen inneren Frieden zurück.
Und vielleicht werden aus den Tränen der Einsamkeit deiner Nachbarin Tränen der Freude, wenn du ihr die schweren Taschen die Treppen hochträgst. Vielleicht ist es endlich mal wieder dran, sich in der Adventszeit ganz bewusst Zeit für die Kinder zu nehmen und es nach Weihnachten dann auch irgendwie weiterzuführen. Ich erinnere mich noch gerne an das Plätzchenbacken mit meiner Mom. Und dann das Warten, bis man die ersten Pfefferkuchen probieren durfte. Die mussten ja eine Zeit lang lagern. Das war toll. Vielleicht ist es endlich mal wieder dran, sich in der Adventszeit dran zu erinnern, dass es zwischen Himmel und Erde nicht nur Arbeit, Geld, Macht, Karriere und Geschenke gibt. Erinnere dich doch einfach mal dran, wie oft im zurückliegenden Jahr ein Engel dich bewahrt hat, auf dich Acht gegeben hat, damit dir nichts passiert. Hey, wie oft bin ich auf der Autobahn unterwegs, vor allem im Dunkeln? Wie oft habe ich im letzten Jahr Gott dafür gedankt, dass kein Unfall passiert ist, wenn ich mal nicht ganz so aufmerksam war? Wie oft war ich dankbar, dass nichts passiert ist, wenn ein anderer nicht ganz so achtsam gefahren ist? Und vielleicht ist es endlich mal wieder dran, sich in dieser Adventszeit mit Menschen zu versöhnen, mit denen man ewig nicht gesprochen hat und eigentlich auch nie wieder reden wollte. Wie viel Streit und Krieg, wie viel Neid und Missgunst gibt's denn in dieser Welt? Okay, du persönlich kannst vermutlich nicht den Krieg in der Ukraine oder in Israel beenden, aber du kannst den Streit und das eisige Schweigen zwischen dir und deinem Vater, zwischen dir und deinem Nachbarn oder zwischen dir und deinem Arbeitskollegen oder wem auch immer, das kannst du beenden. Manchmal reicht da ein Wort, eine Geste, eine Umarmung. Wow, das wäre wirklich mal eine ganz andere Adventszeit. Das wäre ja wirklich mal eine ganz andere Art, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Das wäre ja mal wieder ein bisschen mehr Ruhe und weniger Stress. Ein bisschen mehr Gemeinschaft mit anderen, als ein einsamer Workaholic zu sein. Das wäre ja mal wieder ein bisschen mehr Achtung und Respekt als Geltungssucht und Egoismus. Und vielleicht für dich das dazu, mal wieder drüber nachzudenken, warum Gott es für nötig gehalten hat, selber Mensch zu werden und sich dieser Welt und diesen Menschen auszusetzen. Nee, ihm war nicht langweilig. Aber diese Menschen, also wir, du und ich, wir waren und wir sind ihm so wichtig, dass er alles daran setzt, um uns nicht zu verlieren. Und wenn das eben heißt, selber Mensch zu werden in Jesus und die Göttlichkeit in Jesus mal abzulegen, wie es in der Bibel heißt, dann macht er das auch. Für dich und für mich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jeder Mensch für Gott so unendlich wertvoll ist, hey, was nehme ich mir dann raus, Unterschiede zu machen aufgrund der Bildung, die jemand hat, aufgrund der sozialen Herkunft, aufgrund der Hautfarbe oder aufgrund des Besitzes, den jemand hat oder eben auch nicht hat. Hey, wie wäre es in dieser Adventszeit mal zu versuchen, die Welt und die Menschen mit Gottes Augen zu sehen und auch dementsprechend mit ihnen umzugehen? Denn dann erleben wir an uns selbst und bei anderen, dass Menschen lachen und finden ihren Frieden, dass Tränen trocknen, Wunden heilen und Wünsche lernen fliegen. Amen. Eine Zeit, wo alles ruhig und lautlos wird. Eine Zeit, wo aus dem kalten Blick eine Umarmung wird. Eine Zeit, wo all die Dunkelheit zu hellem Leben führt. Eine Zeit, in der ein kleines Licht selbst kalte Herzen fühlt. Menschen lachen und finden ihren Frieden. Tränen trocken, Wunden heilen und Wünsche lernen fliegen. Kalte Nächte tanzen in der Stille. Es ist Weihnachtszeit, die Zeit des Friedens und der Familie. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Thank you.
Eine Zeit, in der die kalte Luft nach süßer Kindheit riecht. Eine Zeit, in der die ganze Welt zum Schutz der Engel liegt. Eine Zeit, in der Zufriedenheit und Versöhnung schneit. Eine Zeit, in der so manches Wort getrennte Seelen vereint. Menschen lachen und finden ihren Frieden. Tränen trocken, Wunden heilen und wünschen Frieden. Kalte Nächte tanzen in der Stille. Es ist Weihnachtszeit, die Zeit des Friedens und der Familie. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, eins und wacht, stille Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, eins und wacht, stille Nacht. Lass dich auch heute einladen, mit mir gemeinsam mit Gott zu reden und zu beten. Mein Gott, Papa, lass mich in dieser Adventszeit, die vor mir liegt, die Welt und die Menschen mit deinen Augen sehen. Ich will dein Licht und deine Nähe für sie ausstrahlen. Lass deine Liebe durch mich zu ihnen fließen und lass mich dabei richtig kreativ werden. Mein Gott, Papa, wir alle sind so unendlich wertvoll für dich, dass du dich entschieden hast, selbst ein Mensch zu werden. Lass mich diese Tatsache in dieser Adventszeit ganz neu für mich durchbuchstabieren. Amen. Ja, mich faszinieren in dieser Zeit mehr die Sterne am Himmel als die Sterne in irgendeiner Deko. Der Grund? Wir gehen auf Weihnachten zu. Und als zum ersten Mal Weihnachten wurde in dieser Welt, da zeigte ein Stern den weißen Männern aus dem Morgenland, wo Gott selbst Mensch werden würde. Also, mach's wie Gott und werde Mensch. Und darum, wenn du willst, lass gerne einen Kommentar unter dem Video da und like und teile es mit deinen Freunden. Und wenn du Lust hast, dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder hier auf meinem Kanal. Bis dahin, tschüss, deine Eule Astrid 07. Menschen lachen und finden ihren Frieden. Tränen trocknen, Wunden heilen und wünschen einen Frieden. Kalte Nächte tanzen in der Stille. Es ist Weihnachtszeit.